Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Pharao. So, ich habe in der letzten Folge so ein bisschen dieses Wohngebiet vernachlässigt. Die haben noch keinerlei Nahrung. Deswegen also ein bisschen problematisch ist mit der Versorgung. Dafür können wir uns inzwischen ein paar Forderungen tatsächlich nachkommen. Nach Fleisch, Bricks und Kalkstein. Lager sind gut gefüllt, das daran hapert es nicht. Ich habe gesehen, uns fehlen so ein paar Arbeiter. Wir haben 967 Arbeiter, wir brauchen sehr viel mehr. Sehr, sehr viel mehr. Wir haben Industrie- und Commerce-Grad mal 228. Deswegen ich jetzt hier auch direkt schon das dritte Wohngebiet hinsetzen werde. Das waren 1, 2, oh Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gut. Ja, es wurde auch schon mal mitgeteilt, dass man sich darüber wundert, dass ich so viel Geld habe. Das liegt ganz einfach daran, anders als in Zeus, wo tatsächlich Exporte das die Haupteinnahmequelle sind, ist in Pharao die Haupteinnahmequelle Steuern. Es sollte also möglichst jedes Gebäude am besten besteuert werden, außer dem dieser einzelnstehenden. Lohnt das überhaupt nicht. Ist der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben. Entschuldigung. Aber ansonsten halt eben steuern, wo es geht. Das er gleich mal in der Übersicht zeigen. Erstmal bauen wir das Wohngebiet weiter aus. Finanzen. Also hier haben wir es nämlich. Tax Income 4440 im letzten Jahr. Mit Exporten. Gut, wir haben gerade keinen Export, da kann ich das nicht zeigen. Aber dieses Income hat komplett schon die Expenses ausgeglichen. Also nur die nur die Steuern. Nur die Steuern haben unsere Ausgaben ausgeglichen. Wo kommen eigentlich die ganzen Ausgaben her? Mir steht was von 3039, wir haben Wages von 318, das gibt keinen. Also 3018 hab die einzig registriert, weil die so klein waren. So, ihr braucht Tempel, ne? So, aber wenn das sich weiterentwickelt, werden wir jetzt hier weitermachen, denn diese Leute brauchen tatsächlich Nahrung. Wer hätte es gedacht, dass Menschen Nahrung benötigen? Work Camp. Watchblock. Wo setzen wir die Gönner hin? Das ist eine sehr gute Frage. Auf alle Fälle brauchen wir hier 2, 3, 4 Storage Yards. Nämlich ein Yard für jedes Gut. Und auch für die Luxury Goods. Denn diese Leute hier brauchen Luxury. Alles, was irgendwie mit Luxus zu tun hat, wird hier benötigt.
So, dann brauchen wir da hier einfach die Kollegen gesehen. 1, 2. Einfach offen lassen für alles. Dann packen wir hier einen Rotblock hin und hier die Häuser. Architektenposten. Firehouse. Juggler School. Konservatori. Die Tanzschule und den Physiker. Na komm, Apotheke packen wir auch noch hin. Einfach weil Platz ist. Und Water Supply. Und dann hier den Stim. Nein, noch nicht mehr. Water Crossing im Roadblock. Das sollte tatsächlich ausreichend sein. Jetzt müsste ich bloß das hier zurückentwickeln, dann können wir da unten anfangen. Also, was heißt zurückentwickeln? Zurückziehen! Ja, sehr gerne. Geld nehmen wir immer gerne an. Dann können wir nämlich unten anfangen, tatsächlich Nahrungsmittel anzupflanzen. Ich sehe gerade hier Hammer. Ja, aber fruchtbares Land. Sehr schön. Lettuce. Und das waren zu viele Lettuce. Pomegranate. Ah, wobei, da oben geht's noch weiter. Dann machen wir hier noch eine Pomegranate Farm hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lettuce. Verbunden sieht so aus. So, dann haben wir doch bestimmt noch Platz für weitere Pomegranates und für weiteren Lettuce. Was will denn mein Handy jetzt schon wieder von mir? Nee, das kann ich nicht machen. Doch, kann ich. Kann ich, und werde ich. Irrigation Ditches, Warmwasser. Oh, da geht's gar nicht lang, okay. Dann Waterlift. Ach, ich kann Irrigation Ditch nicht von Festland auf Farmland setzen. Ach so. Ach, das ist ja doof. Aber brauche ich sowieso. Weil ich kann auch hier oben noch ein paar Farmen hinsetzen. Noch ein paar Greenfarm? Ja, noch ein paar Greenfarm, klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kann ich da nämlich den Irrigation Ditch langziehen. Also die braucht 1000 Klee, können wir haben. Habe ich da. So, da lang ziehen, da lang ziehen und da lang ziehen. Jetzt
mal, dass hier unten bloß noch Gebäude. Architekt und Firehouse. Damit er auch anfängt zu ziehen. Würde doch was sagen, ich brauche ja noch eine dritte Granary. Ja, das machen wir so. Roadblock, so. Du nimmst jetzt nämlich nur Lettuce an, du nimmst nur Grain an und du nimmst nur Pomegranates an. Nämlich genau das, was hier angepflanzt wird. Da oben kommt das Flachsfeld hin. So, hoch mit der Geschwindigkeit. Wie sieht es mal Zeit aus? Auch noch massig. Genau, ihr wolltet Lehm. Das ist fast vergessen. Sieh sich das einer an. So. Wie sieht's hier aus? Ganz gut sieht's aus. Sehr schön. Warum bringt den Letters nicht nach Hause? Ist der Weg unterbrochen? Vielen Dank für das Geld. Warum haben die jetzt den Letters nicht nach Hause gebracht? Ach, zu wenig Mitarbeiter. Schon wieder. Ach, das kann doch nie wahr sein. Jetzt wollen die Grain haben. Ah, oh, wir haben ja Grain im Lager, klar. Für die Bricks, für die Brickherstellung haben wir Grün auf Lager. So, wie schaut's hier aus? Extra Ruhm von 49. Das heißt, wir haben noch Raum für Leute. Warten wir das erstmal ab, bevor wir jetzt hier noch mehr sinnloses Zeug produzieren. Das hier macht mir gerade so ein bisschen Sorge, dass wir da keine keine Bewässerung haben. Ah, darauf ist es. Sehr gut. Aber Grün läuft immer noch nicht. Nach oben. Ich akzeptiere doch Grün. Bringt da Grün hin. Wie seltsam. Oder ist das Stroh? Oh, das ist Stroh. That's okay. I can use the rest. I can use the rest. Ja, die kann ich auch gebrauchen. Aber noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns an Zeit. Wir brauchen immer noch Mitarbeiter. Tausende. Wie sieht es hier aus? Ah, die brauchen Physiker. Wie konnte ich den denn jetzt wieder vergessen? Konnte mir dieses Wasser. Das Fleischlager ist voll, sehr gut. Das Grünlager hier unten nicht ganz. Workers rejoice at race. Das muss man schon 35 bezahlen. Wie viele Einwohner? Wir haben immer noch für 231 Leute Platz. 100 Bricks könnt ihr haben, bitteschön. Fire City. Oh! Ich habe hier unten was vergessen. Architekt und Firehouse. Ich setze es überall, die ganze Zeit. Jetzt vergesse ich es. Krieg. Könnt mir selber auf den Kopf hauen. Mitarbeiter immer noch zu wenig.
Ihr braucht Bier. Ja, gut, okay. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Deckt Feuerhaus. Dentist. Tausendfünfhundert Linnen, die habe ich natürlich noch nicht. Woher sollte ich die auch haben? Aber noch keine Flachsfarben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soll erstmal reichen. Oh, andere Richtung. Dim. Mir reicht jetzt nur ein Workcamp. Weil ich gerade erst eine Kleinanzeige gebaut habe. Firehouse und Roadblock. Und da auch Roadblock hin. Und dann kommt. Ach, kleines Workcamp. Was soll der Geiz? Lager. Oh! Das wird wahrscheinlich die letzte Siedlung sein, die wir da hinbauen können. Wie waren wir jetzt? 4, ne? Tatsächlich wahrscheinlich noch irgendwo anders eine Siedlung hin, weil ich kann ja hier drunter setzen. Oder dahin. Da ist noch ein Platz. Das soll nicht das Problem sein. So. Hier kommt noch mehr Leben rein. Hier kommt Flachs rein. Oh, wir können Bali einkaufen. Sehr gut. Hier kommt Bali, also Gerste rein. Housing. Firehouse, Architektenposten und ein paar Roadblock. So, hier unten kommen dann nämlich die Weber hin. 1, 2, 3, 4, 5. Grenery und ein Storage Yard für Pottery, noch nicht für Bali. Ich bitte euch. Ah ja, genau, Bazaar. Und die Tempel, ah, die Tempel. Pavillon. Tempel Osiris, Tempel Ptah, Tempel Set, Tempel Bast. Festival für Osiris und habe keinen Leinstoff übrig. Notification, Medium Statue, 1100 Meat. Die 1100 Meat haben wir. Rot. Ich
So, wie schaut es hier eigentlich aus? Was braucht ihr? Desirability. Ah ja, genau. Erst einmal Plaza. So, dann kommt man die Straße mal weg. Die setzt man komplett um. Nämlich nach da. So, ist alles verbunden? Ist alles verbunden. Gut. So, dann kommen hier Large Statues rein, waren geplant. Und zwar da. Da passt sie nicht mehr hin. Zwei. Da würde sie hinpassen. Ach so, okay. Okay. Du Schande. So, und der Rest ist tatsächlich jetzt Garten. So, was habt ihr? Ihr braucht Potterie, die ihr gerade nicht bekommt, weil... Habe ich ja vergessen, Potterielager zu setzen? Nee, Potterielager ist da. Wird nur nicht rübergeschifft. Das heißt, ich muss hier auch nochmal Potterie... Oh, neue Tretrut. Sehr gut. Das heißt, ich muss hier auch nochmal Potterie herbekommen. King Standing Falls. Habe ich was gesagt? Oh. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Warum wird hier kein Grain eingelagert? Wie sieht es aus wie mein King Standing? 57. Nee. Das finde ich jetzt nicht so schön. Warum wird denn das nicht rübergetragen? Die könnten das in die anderen Lager packen. Sind die auch alle voll oder was? Oh, die sind auch alle voll. Hm. Okay. Oder ist vielleicht das mit nichts verbunden? Ich weiß ja nicht. Hab da so ein Gefühl. Oh. Danke, dass ich wieder kurz hier. Wir machen eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Falls ja, verbreitet das Video weiter. Kommt auf Twitter vorbei. Und wir sehen uns garantiert morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.